die Smart City die kostengünstige Stadt? Wer baut die eigentlich? Sind das kleine Baugruppen, sind das private Bauherren oder am Ende doch große Wohnungsbaugenossenschaften oder die öffentliche Hand? Also ich glaube, die kostengünstige Wohnraumversorgung baut zurzeit keiner. Weder die öffentliche Hand noch die private Hand, auch nicht die Baugruppen. Sondern das wäre vielleicht die eigentliche Frage, wie das überhaupt noch zu realisieren ist, kostengünstig zu bauen. Da gibt es eigentlich nur aus meiner Sicht zwei, drei Stellschrauben. Das eine sind tatsächlich die Standards. Wir können nicht die Standards ständig hochschrauben und gleichzeitig glauben, dass wir die Kosten nach unten setzen können. Wir brauchen eine andere öffentliche Hand, die wieder gestaltend wirksam wird. Und das Ganze nur, wenn es auch über Eigentumsrechte verfügt. Das heißt aber nicht, dass wir wie bisher bei sozialem Wohnungsbau sozusagen Transferleistungen jetzt ins Wohnen investieren, sondern vielleicht eher bei Erbbaurechte bestimmte Anforderungen an den Umgang mit Boden formulieren und ein revolvierendes Verfahren damit realisieren, dass sie immer wieder zurückfallen in die öffentliche Hand und sozusagen neu darüber verhandelt werden kann. Und der dritte Punkt ist, dass wir unser eigenes Verhalten wahrscheinlich auch überdenken müssen, sozusagen mit weniger Raum auskommen und vielleicht auch mit Nachbarn, die wir hören und nicht sozusagen alles sozusagen in dieser Art von Abgrenzungs- und Sicherungsstrategie. Wie sehen denn ganz konkret dann die Konzepte für kostengünstiges Wohnen aus, die sich auch wirklich bewähren können? Sind das große Baukastenprinzipien, die in Serien aufgelegt werden und dann überall verbaut werden können? Oder sind das sozusagen Improvisationen, die gucken, welche Bedingungen herrschen vor Ort? Ich glaube, es ist in erster Linie, muss es rausgehen aus der Profitorientierung aller Beteiligten, also sozusagen Planer, die bei höheren Baukosten mehr profitieren, Makler, sozusagen Banken. Da braucht es einen Zwischenträger, der sich eher einem anderen Ideal verschreibt. Und dieser Zwischenträger könnte von Kommunen installiert werden, also sozusagen die Profitmaximierung schon im Prozess rauszunehmen. Und es muss überhaupt sozusagen das Wollen dazu geben. Also wahrscheinlich muss man doch konstatieren, dass das Hauptklientel, das sich durchsetzt in guten Lagen, diejenigen sind, die Mischung eben nicht wollen. Also was ist zu tun? Das ist ein politischer Auftrag. Und wenn sich die Politik weiter entwaffnet, dahingehend, dass es sozusagen die Gestaltungsoptionen und auch die Eigentumsrechte nur in die private Hand übermitteln, wird es da keine Änderung geben. Im Grunde genommen haben wir ein Problem sozusagen in der Legitimation auf einer politischen Seite, wenn es darum geht, dass es ja in der repräsentativen Demokratie sozusagen um die Repräsentation aller gehen müsste, also jetzt gar nicht um sozusagen dieses Recht auf Staat und sozusagen linke Theorien zu bemühen, sondern wirklich nur auf dem grunddemokratischen Verständnis, dann ist Politik schon so weit entwaffnet, dass sie sich eben selbst nicht mehr in der Lage sehen zu planen. Also weder sozusagen Stadtplanungsämter zu besetzen, so dass sie überhaupt noch Planung leisten können, noch selbst als Akteure in einem finanziellen Umfeld aufzutreten, sondern immer sozusagen als PP oder als Public-Private oder in anderen Konstellationen, in denen letztendlich die politische Hand meistens den Kürzeren zieht. Dann kommen wir zum Schluss zur Bewertung des Abends. Wie funktioniert denn so ein Abend in diesen Kontexten? Ist das so eine Art Kompensationshandlung? Wir haben mal drüber gesprochen, dann ist es aber auch gut. Oder geht von so einem Abend ein Impuls aus? An das Publikum wird es weitergetragen in die Bauämter etc.? Man könnte es auf die IBA zurückführen. Also die IBA Hamburg hat jetzt die richtigen Themen detektiert, also sozusagen mit Hybrid Houses meint die Kombination von Wohnen und Arbeiten, sozusagen diese alte Funktionstrennung wieder aufzuheben. Mit Smart Price, also mit zusammen kostengünstigen Bauen, adressieren sie auch richtig. Aber natürlich sind gleichzeitig in der Realisierung die Hände gebunden, weil sie sich innerhalb eines Systems bewegen, was sozusagen privatwirtschaftlich finanziert wird und was auch nicht in der Lage ist, sozusagen Standardfragen wenigstens temporär als experimentelles Bauen außer Kraft zu setzen. Trotzdem sind da die Themen richtig adressiert. Und vielleicht geht es eher darum, sozusagen diese Themen überhaupt wieder aufs Tablett zu bringen.